Oh, das waren unsere eigenen Männer. Nicht gut. Hey! Du kannst mich doch nicht einfach so angreifen. Aber ich kann dich einfach so angreifen. Moment, ich muss noch... Haben wir nicht noch andere Waffen, die ich testen wollte? Dolch. Wie kämpft sich's mit dem Ding? Ah, auch ganz niedlich. Oh. Okay, schicke Sachen lassen sich damit machen. Ah, damit können wir anscheinend auch aus der Menge gut angreifen. Das ist cool. Das müssten wir uns mal merken. Sind drin. Ja, wir sind drin. Hier lang, Männer. Ah! Hört auf mich rumzuschubsen, ihr Affen. Ich möchte, dass du diese Wachen ablenkst und sie hinderst, Alarm zu schlagen. Okay. Hoffentlich verschafft mir das genug Zeit, um die Eri zum Schweigen zu bringen. Va bene. Warte, Nipote. Nimm ein paar meiner Männer mit. Va bene. Nur zur Sicherheit. Komm zu mir, sobald du es erledigt hast. Bene, bene, bene. Bene, 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 bene. Aber dazu nehmen wir doch wieder das Schwert. Wie sonst soll man die Patrouillen erklären? Und noch ein Zeichen, wenn ihr folgen sollt. Okay, und... Kinder, auf sie. Das Falsche gesagt. Die falschen Leute sauer gemacht. Und jetzt... Kloppt euch! Massenschlägerei, Massenschläger, Schlägerei. Schläger, Schlägerei und Tote. Ich sehe tote Menschen. Joa, bis jetzt läuft ja eigentlich alles ganz gut, ne? Ja, ich könnte mich mal verteidigen, Mann. Ja, irgendwie habe ich sie nicht so mit dem Kämpfen. Das muss ich, glaube ich, noch ein bisschen üben. Vielleicht mache ich das auch mal offscreen, dass ich mich einfach mal so ein bisschen da bei Mario hinstelle und das ein bisschen übe. Sind auch alle da? Wo lauft ihr hin? Lauft ihr? Ach, da. So. Ja. Und deshalb reiße ich jetzt auch gleich mal so ein Plakat ab. Wo auch immer eins sein möge. Ach, vielleicht auf der anderen Seite. Moment. Moment, Jungs, ich bin gleich wieder da. Ich muss noch eben Schleichwerbung von mir abreißen. Obwohl das, glaube ich, auch relativ wurscht ist. Ja, mach's doch weg. They keep rolling, rolling, rolling. Okay, wo seid ihr? Wo seid ihr? Ach, hier hinten. Komm. Nicht nur du, alle. Jetzt kommt doch. Wo seid ihr denn? Ach, da. So, jetzt kommt aber mit. Los. Ja, kommt, meine verehrten Kunden. Wir können ja wieder... Ach, wir können ja hier Leichen begrabbeln. Das habe ich ja ganz vergessen. Unsere zwei Wurfmesser wieder reinholen. Juhu. Okay, weiter geht's. Da kommen anscheinend die nächsten Wachen. Auf sie. Ich habe nichts vergessen, was du meiner Schwester angetan hast, Figlio di Putana. Stopp, 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 stopp. Auch das sind nicht viele. Die schaffen wir jetzt recht schnell, denke ich mal. Aber die sehen besser gepanzert aus. So, jetzt... Ah, geh doch. Danke, dass du mit deiner fetten Axt Oma zuschlägst. Hihi. Das hat er nicht kommen sehen. Ups. Ezio, den da hinten. Da, durch. Geh in die... Oh, doch nicht deine eigenen Leute. Jetzt hat... Hey! Ach, irgendwie prügeln wir uns die ganze Zeit selber. Ich meine Männer, mich. Oh, wer ist das? Ezio! Ja! Euer Onkel wird angegriffen und braucht Hilfe. Okay. Geh zu ihm! Ich muss Mario retten. Okay. Meine... Leute... Macht mir mal hier ganz kurz den Weg frei. Ich muss Mario finden. It's a Mario. Wo ist der Mario? Da ist der Mario. Die Jeris Männer haben unseren Hinterhalt gelegt und wir haben alle Hände voll.
Aber meine Brüder und ich kümmern uns schon um die Wache. Ja? Geh du weiter und finde diese Schlange wie Erich. Tu zu, dass der Gerechtigkeit genügend getan hat. Okay, dann werde ich das tun. So. Beeri müssen wir finden. Okay. Dann würde ich mal sagen, verfolgt uns noch irgendwer? Weg mit euch. Ich habe was zu tun. Ja, sterb. Okay. Ja, Beeri. Ist denn der Gute? Wo ist denn der Gute? Okay, Mario ist jetzt irgendwie in den Hinterhalt geraten und wir wollten ihm eigentlich helfen, aber na gut, wir haben Wichtigeres zu tun. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Ich weiß gar nicht mehr, wie ging das? Beeri. Ah, kommt er, da können wir den mit dem Wurfmesser abschmeißen. Schwarze Kutte! Also beschlossen. Beeri, ihr bleibt hier, um die Söldner zu führen. Francesco organisiert unsere Truppen in der Stadt und sagt Bescheid, wenn der Zeitpunkt gekommen ist. Jacopo, eure Aufgabe ist es, die Bürger nach der Tat zu beruhigen. Und dieser Trinker Mario. Er macht ständig Ärger und ich befürchte, dass er herausfinden könnte, was wir planen. Er hat immer Ärger gemacht. Genau wie sein elender Bastard von Bruder. Dann lasst sie mich zusammenführen, Vater. Es wird noch Zeit genug geben, den Müll zu beseitigen, wenn wir fertig sind. Nun. Gibt es sonst noch was? Muy bien. Möge der Vater des Verstehens euch leiten. Möge der Vater des Verstehens euch leiten. Okay. Kommandante! Kommandante! Was? Mario Auditore ist in die Stadt eingedrungen und er sucht nach euch. Dann lassen wir ihn nicht warten. Oh ja, dich werde ich auch nicht warten lassen, mein Freundchen. Attentat auf Beeri di Pazzi. Kann ich den jetzt nicht mit der versteckten Klinge? Oh, welcher ist Beeri di Pazzi? Die sehen alle gleich aus. Welcher hier ist Pazzi? Suche Pazzi. Pazzi. Moment. Mediziner. Aber hier ist denn jetzt hier der Pazzi? Ich bin gerade verwirrt. Wie geht denn dieses Attentat? Muss ich die jetzt echt alle niederprügeln? Das wäre irgendwie ein bisschen schwer. Nee, der ist auf. Der ist da oben irgendwo. Der ist irgendwo nicht auf dem Boden. Okay, erstmal du, weg. So, dann du. Es ist irgendwie besser, wenn ich die hier so einzeln habe, als wenn ich da in so einer Menge rumkloppen muss. Das ist nämlich irgendwie verwirrender, wenn man auf so viel Zeug achten muss. So, das geht auch ganz gut. Und jetzt du noch. Nein! Oh, habt ihr jetzt hier alle umgelegt und müsst jetzt... Ich sehe ihn da! Oh, was macht ihr denn jetzt hier oben? Geht doch weg! Warum kommt ihr mir denn jetzt hier hinterher? Was soll denn das? Ich dachte, ich habe noch irgendwelche Wachen, die sich darum kümmern könnten. Eventuell. Nee, oder? Kommen da jetzt noch mehr? Muss ich die jetzt alle niederprügeln? What the fuu? So, du weg. Und jetzt du. Weg, weg. So. Nee, Entschuldigung, Leute. Ich muss hier mal einen Pazzi wegpatzen. Fürchte nicht, Ezio. Dein Tod wird schnell kommen. Ja, erstmal der Tod deiner Wache hier. Warum? Achso, jetzt mit der Klinge. Halt, ich will Medizin. Wie viel habe ich überhaupt noch? Oh Mann, warum hat er so viele Wachen? Warum habe ich keine? Ich hatte doch vorhin hier meine Klopsbrüder. Wo sind die jetzt hin? Komm. So, du weg. Jetzt du.
Hör auf, dich zu verteidigen. Oh, warum ist er so gut im Kämpfen? So, jetzt bist du dran. Nein, du bist erledigt. Du bist erledigt. Du wirst sterben. Ha! Mann! Hör auf, dich zu verteidigen. Hör auf. Lass mich dich niederknüppeln. Nein. Ja! Endlich! Das war geplant so. Was planst du mit deinen Verbündeten? Ist es das, was mein Vater entdeckte? Wurde er deshalb getötet? Entschuldige. Hoffst du etwa auf ein Geständnis? Du Drecksschwein! Du sollst in der verdammten Gosse verrotten, du Hund! Wenn du nur noch mehr gelitten hättest! Ich hoffe, du... Genug, Ezio. Ein wenig Respekt. Respekt? Nach allem, was passierte? Glaubt ihr, er hätte einem von uns Respekt entgegengebracht? Du bist nicht Vieri. Werde auch nicht so. Weise Worte. Möge der Tod dir den gewünschten Frieden bringen. Requiescat in pace. Nimm dies. Lies es, wenn du Zeit hast. Wir sind hier jetzt fertig. Kehren wir zur Villa zurück. Da hat wohl noch jemand viel zu lernen. Huch, löst sich das Ganze... Messergürtel? Uah! Hier löst sich schon wieder alles auf. Oder? Schon. Och, was haben wir denn jetzt hier alles bekommen? Sag mal. Uah! So, ich bin gerade ein bisschen überfordert mit den ganzen Sachen, die wir bekommen haben. Huch. Okay, jetzt müssen wir erstmal gucken, was wir alles bekommen haben. Ich bin überfordert. Rüstung, nix, Ausrüstung, Gegenstände. Kodex-Seite. Eine entschlüsselte Seite. Statuen, Federn. Nö. Monturen, Ausrüstung. Haben wir hier irgendwas? Nee. Wo ist denn der Brief? Wo kann ich denn den lesen? Vielleicht hier? Nee. Na gut, der wird schon mal nochmal irgendwann aufpoppen. Pappdi-pappdi-papp. Falls irgendjemand von euch weiß, wie wir diesen Brief lesen können. Dort unten ist die Kommentarbox. Was gibt es denn jetzt noch zu tun? Schauen wir mal. Vielleicht werden wir jetzt doch da bleiben. Oh, Saufabend. Und hier ist er. Nostro Campione Ezio. Yay. Es lebe Ezio. Ihr verschwendet keine Zeit mit dem Beginn der Feierlichkeiten. Warum denn auch? Du hast uns einen großen Dienst erwiesen. Durch Vieris Tod wird die Toskana endlich wieder friedlich sein. Weißt du, was das bedeutet? Nie mehr Arbeit. Wir können den ganzen Tag mit Saufen verbringen. Und mit Huren. Was denn? Stimmt doch. Komm, Ezio. Geh mit mir. Ja, Onkel. Mehr über die Villa erfahren und die dort versteckten Kodexseiten finden. Die Pazzi unterstehen einem anderen. Einem Spanier. Das ist Rodrigo Borgia. Einer der mächtigsten Männer Europas. Und Großmeister des Templerordens. Also ist er verantwortlich für den Tod meines Vaters und meiner Brüder. Ja. Und er wird auch dich töten. Wenn er kann. Dann muss ich gegen ihn kämpfen, wenn ich frei sein will. Doch erst wenn jeder andere Templer meine Klinge gekostet hat. Vaters Liste wird mich führen. Wohin gehst du als nächstes? Florenz. Francesco de Pazzi wird das Schicksal seines Sohnes teilen. Ein kluger nächster Schritt. Kein Zweifel, dass er Böses im Schilde führt. Gut. Genug der ernsten Gespräche. Ich bin in meinem Büro, wenn du mich brauchst. Okay. Ich sollte den Brief lesen, den mein Onkel mir gab. Das wollte ich vorhin eh schon tun. Signor Pazzi, ich tat, wie mir geheißen, und sprach mit eurem Sohn. Ich stimme mit eurer Beurteilung überein, allerdings nur zum Teil. Ja,
Vieri ist dreist und handelt oft gedankenlos. Und er hat die Angewohnheit, die Söldner wie Spielzeug zu behandeln. Ich habe Berichte von mindestens 3 Leuten, die als Ergebnis verstümmelt wurden. Aber ich halte ihn nicht, wie ihr sagt, für hoffnungslos. Eigentlich denke ich, dass es sogar eine sehr einfache Lösung gibt. Er sucht eure Anerkennung, eure Aufmerksamkeit. Seine Ausbrüche sind ein Resultat der Unsicherheit, die aus einem Gefühl der Unzulänglichkeit entsteht. Er spricht oft und liebevoll von euch und drückt den Wunsch aus, euch näher zu sein. Wenn er sich also laut, garstig und wütend gibt, tut er das nur, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Er will geliebt werden. Handelt, wie ihr es nach diesem Bericht für richtig haltet. Aber ich muss euch auch darum bitten, dass wir unsere Korrespondenz beenden. Sollte er den Grund dafür erfahren, muss ich um mich fürchten. Vertrauliche Grüße, Fra Giocondo. Haben wir den Brief also auch noch gelesen? Na gut, und an dieser Stelle würde ich sagen, wir machen mal ein kleines Päuschen und erkunden dann nächstes Mal die Villa und schauen, wie die Geschichte weitergeht. Tschüssi!